Hallo und herzlich willkommen zurück, meine treuen Follower und Freunde, Zuschauer. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück, wie gesagt, zur 10. Folge von Ark the Island, der Trainingspark. Ja, er winkt. Sehr schön. Der ist der. Ja, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid wieder gut drauf. Habt auch Spaß mit mir zusammen, diese Folge hier weiter zu spielen. Und Freunde, heute steht auf dem Plan Leder suchen. Ich habe jetzt mal ganz kurz für, gute 20 Minuten ungefähr ein bisschen Stein, Feuerstein gefarmt und ein bisschen Metall. Sowie Holz, Fasern und Erden und Stroh. Und dann habe ich mir nochmal ein paar Pfeile nochmal hergestellt. Daraus nochmal ein paar Narkosepfeile hergestellt. Das Metall, was ich gefarmt habe, habe ich an den Schmelzen getan und hier jetzt auch noch ein bisschen was. Ja, und schauen wir mal, was wir jetzt hier noch rausbekommen. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, wie gesagt, gehen wir heute mal auf Ledersuche. Und gleichzeitig benötigen wir noch jede Menge Fleisch. Es wird nämlich knapp. Hab Angst, dass mir meine Tierchen hier verhungern. Und, oh, Ballast abgelassen? Ja, ist ja auch schon ein bisschen schmaler geworden. Viel Spaß, Freunde. Ich hoffe, wie gesagt, euch geht's allen gut. Euch allen geht's gut. Und ja, dann würde ich sagen, kurze Rede, langer Sinn, machen wir uns direkt auf den Weg. Wa? Ich hab 218 Betäubungspfeile da, Freunde. 218 Betäubungspfeile habe ich nochmal hergestellt. Wir haben 5 Bolas bei, das sollte reichen. Ja, am liebsten wäre mir ja ein Ankylo, Freunde, ne, mit dem man schön Metall farmen kann. Aber die Frage ist, wo bekommen wir einen her? Ich würde sagen, die Tierchen lassen wir erstmal hier stehen. Die können hier die Base bewachen. Und ja, genau, lasst euch nicht anquatschen. Hey, für den Kleinen brauchen wir noch einen Namen. Und habt ihr vielleicht einen Namen am Start für den kleinen Süßen hier? Und ja, dann können wir ihn den geben, ne? Was nehmen wir da am besten? Nahkampfschaden. Oh, Freunde, ich freue mich, dass ihr zuschaut, dass ihr da seid. Und es macht richtig Spaß. Ja, wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja auf Ragnarok jetzt meine neue Session gestartet. Und Freunde, ich habe herausbekommen, was jetzt wirklich das Problem liegt. Also, dass meine PlayStation immer abgestürzt ist. Das liegt tatsächlich an der The Lost Island Karte. Ja, es liegt an der Karte. Denn hier bei The Island passiert das nicht und bei Ragnarok auch nicht. Und er steht immer noch da drüben. Hoffentlich hat er genug Nahrung bei. Oh Mann, Hammer. Ja, wie gesagt, machen wir diese zwei Sessions. The Island und Ragnarok. Ich finde, das ist auch okay, das reicht. Sonst wird es auch zu viel. Und wenn wir hier von einer mal irgendwann durchgespielt haben, irgendwann, kann man ja sich überlegen, ob man noch eine andere nochmal startet, ne? Gut, die Wüstenkarte, Celebration oder wie die heißt? Aberration, sorry. Aberration heißt die, glaube ich. Das ist nicht so ganz meine Karte. Weil da überwiegend nur Wüste ist. Und nur Wüste ist nicht so mein Ding. Also wenn man jetzt so wie hier auf der Karte, da hinten auf der Seite irgendwo oder so ein bisschen Wüstengegend hat, okay. Ja, aber jetzt die ganze Map nur Wüste, das ist nicht so mein Ding. Deswegen, ich finde es schöner hier so mit Dschungel und alles. Ja, ich grüße ganz herzlich den Mori. Juju, ja, ich grüße euch ganz herzlich. Freue mich, dass ihr zuschaut. Auch ganz lieb die Omi Bolle. Und freue mich auch wieder auf deine Videos. Ja, kannst immer kommen abwarten, wenn du wieder ein Video hochlädst. Bin ich richtig scharf drauf, deine Videos zu schauen. Die machen Spaß. Ja, dann grüße ich ganz lieb den Ghosty. Und danke nochmal für deine Kommis auch. Also alle für eure Kommis. Den June grüße ich ganz herzlich. Den Dark, Zorro, Sneezery. Seid alle herzlich willkommen. Und alle anderen da draußen. Unbekannterweise herzlich willkommen auf meinem Kanal, auch alle, die neu dazu kommen. Und Freunde, ich habe gesehen, ich stehe auf 199 Abonnenten, kurz vor der 200. Also ich muss sagen, als ich damals mit ARK angefangen hatte, sowieso mit meinem Kanal, hätte ich das nicht gedacht. Ja, also wenn ich andere YouTuber sehe, die dann teilweise Tausende von Abonnenten haben, teilweise Millionen Abonnenten, oder ich habe schon YouTuber gesehen, die hatten Milliarden Abonnenten. Also Milliarden, das muss man sich mal vorstellen, Freunde. Wahnsinn. Kann ich nur sagen, Gratulation euch da draußen, wer auch immer da draußen ist und diese ganzen Follower hat. Das kommt natürlich nicht von irgendwoher, Freunde, sondern durch viel Arbeit, Zeit, Blut, Schweiß und Tränen wahrscheinlich, Investitionen in alles, ne? Und von daher gratuliere ich euch da ganz herzlich zu, dass ihr das geschafft habt, muss ich ehrlich sagen. Hut ab, Respekt, ja. Finde ich klasse. Und
Ich freue mich auch, wenn ich hier irgendwann meine ganzen Videos weiter hochladen kann und es immer mehr werden und ihr genug zum Schauen habt. Das macht mich einfach glücklich. Ja, und wie gesagt, ich freue mich über jeden, der neu dazukommt. Ach, naja, mal schauen, Freunde, ob wir hier irgendwo ein Ankilo finden. Ich darf nur die Peilung nicht verlieren. Genau, also sprich zu meiner Base. Das heißt einfach nur den Strand hier wieder runter und dann ist schön, dann kommen wir schon wieder nach Hause. Und Freunde, wenn ich jetzt mal, schaut mal genau auf die Spitze von meinem Dreieck, die gerade auf diese kleine Insel unten rechts auf die Ecke schaut. Dahin ziehen wir um. Denn das ist eine richtig schöne kleine Mini-Insel. Es wird zwar vielleicht ein bisschen, ja, obwohl kompliziert, wenn wir jetzt Tiere zählen hier auf der ganzen Map und die da auf die kleine Insel schaffen wollen, aber das kriegen wir hin, entweder per Floß oder mit einem Argentavis oder sowas, dass wir die da rüber transportieren, denn auf dieser kleinen Insel, weiß ich, gibt es auf jeden Fall Ankylos, da gibt es einige Dinos und das ist eine sichere Base-Ecke, ja. Und da habe ich mir überlegt, könnten wir uns was aufbauen. Diese kleine Insel kann man auch gar nicht verfehlen. Wenn man sich hier mal irgendwo verläuft und nicht weiß, wo die Base ist, kann man sie ja nun wirklich nicht übersehen. Andernfalls, klar, man könnte sich auf der Karte wieder unten den grünen Markierungspunkt setzen, ne? Aber da will ich mal hin. Denn das ist die Ecke, auf der Maury und Juju, also Morrowsky HD, Morrowsky unterstrich HD, und Juju und ich ja auch schon gespielt hatten, uns da was aufgebaut. Und die gefällt mir ganz gut, die Ecke. Na, wir nehmen mal lieber die Armbrust zur Hand, falls was passiert. Ja, und da würde ich sagen, bauen wir uns da was auf. Wie gesagt, das hier ist ja nur so eine Zwischenbase, dass wir hier einen Schmelzofen haben, eine Werkbank haben, so ein paar Sachen haben, wo wir einfach uns ein bisschen für den Notfall nochmal aufrüsten können, falls wir mal hops gehen. Ein Parasaur, nee, ist ja gar kein Parasaurus. Doch, aber den haben wir ja schon. Wir bräuchten einen Ankylo. Ja, Freunde, und ich werde es mir natürlich dreimal überlegen, ob ich hier nochmal wahllos oder blind einfach mit meinen Dinos loslaufe, um irgendein Tier zu zähmen, weil sie ja meistens hopp gehen. Hier hätten wir noch einen Dilophos. Aber den lassen wir jetzt erstmal vorne weg. Ist nicht so wild. Und da vorne rennt was vor irgendwas anderem weg. Da gibt es bestimmt schon wieder Action. Da ist doch irgendwie Action. Noch einer. Hier ist der richtige Parasaurus-Klicker hier. Ja, toll. Wo war's los hier? Gibt's hier irgendwas umsonst oder warum rennen die hier alle irgendwo hin? Okay. Na, wen haben wir denn da? Oh. Ich glaube, das waren zwei Dilophos, oder Freunde? Triceratops. Du hast doch gerade nichts zu tun. Kannst du mich mal kurz ein klein wenig beschützen, eventuell? Habe jetzt keinen Bock, mich hier mit zwei Dilophos anzulegen. Einer ist okay, aber zwei? Na, noch schlimmer wären Raptoren. Also wenn man die am Hacken hat, kann man wirklich nur noch versuchen zu rennen. Oder man ist gut gerüstet, klar. Boah, geht hier. Ein Elektroraptor! Hei, ein Elektrorappi. Na, da kommt doch Freude auf. Aber wie kriegen wir den? Wie kriegen wir den? Und die holen sich den jetzt. Oh, ich muss ja irgendwas. Die sollen ihn in Ruhe lassen. Die sollen ihn in Ruhe lassen. Lass den in Ruhe. Jetzt kommt er auch noch zu mir. Jetzt kommt er auch noch zu mir. Oh. Ich weiß nicht, was er für ein Level hat, Freunde. Das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Ich gehe gleich wieder hops. Ah, weg hier, weg hier, weg, weg, weg. Okay. Das war's. Nein. Nein. Freunde. Oh, war ich wieder zu heiß drauf? War ich einfach wieder zu heiß drauf? Okay, nicht lange fackeln. Gleich neu spawnen. Und erstmal ran an unsere Sachen. Ich muss meine Sachen bekommen. Oh, heftig. Ja, egal. Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Egal wie oft ich hier hops gehe. Es ist einfach mega. Aber ich vermute mal, es war weiter in dieser Richtung, ne? Da irgendwo muss meine. Oh, durch das Licht sieht man gar nicht den Lichtstrahl. Ja, wie gesagt, dieses Spiel ist. Oh, haut ab, lasst mich in Ruhe. Ich hab nichts. Ich wurde gerade total blank gemacht. Ich hab sowieso nichts. Ach, weiß nicht, ob das die kleinen Mopsa-Dinos waren oder was. Okay, erstmal zurück zur Tasche. Da vorne ist er, ich sehe sie. Oh, der Elektroraptor hätte mir jetzt richtig gut gefallen. Da hätte ich mir vielleicht erstmal eine höhere Position suchen sollen, aber ich hatte Angst, dass die Dilophos ihn gleich platt machen. Aber okay. Da sind sie. Da vorne geht noch die Action ab.
Und ich muss aufpassen, dass sie jetzt nicht wieder zu mir kommen. Ich habe ja nichts bei. Ich habe ja gar nichts bei. Apropos bei. Mal den ganzen. Diese ganzen Skins hier mal rauswerfen. Oh ja, die sind zu nah an meiner Tasche. Da werde ich jetzt nicht so einfach rankommen. Jetzt rennt er da lang. Oh, ist hier was los, war, Freunde? Voll Action. Wie auf der Autobahn. Und was? Achso, ein Parasaurus. Ich dachte schon. Okay, ich will nur kurz an meine Tasche. Lasst euch nicht von mir beirren oder so. Dinos? Genau, schnappt ihr den Parasaurus. Der ist viel schmackhafter wie ich. Ja, rennt weg. Rennt alle weg. Ja. So, na, was hast du denn schönes? Alles her. Gib her. Okay. Hey, das ist ja schon wieder. Was war das? Ein Piranha. Zum Glück. Nur ein Piranha. Nur ein Piranha. Oh, Spannung, Freunde. Ja, haben wir wieder schön 35 Minuten Spielzeit. Und Action, Action. Was ist denn hier? Hey, eine Kiste. Eine Kiste, sehr schön. Über irgendein Tier Well, wieder? I found the report on Oder? Mr. Minerva to be rather exaggerated. And as an Englishman, one might imagine that I'd view Roman leadership with some Wer war das jetzt? Der disdain. Kaiser von Rom, oder? Kenne ich nicht, aber okay. Kann man sich ja später mal irgendwie noch mal ganz in Ruhe dann in irgendeiner Folge noch mal anschauen, diese ganzen Heftchen, die man da bekommt. Also ich finde es toll gemacht, ne, mit diesen Heften. Und da erklären sie ja auch über die Dinos und so, glaube ich. Erklären sie ja viel über die Dinos und überhaupt über die Art-Geschichte. Ja, und The Island ist ja wirklich die richtige Story-Map, ne? Hier mit Stories. Wobei ich noch nicht herausgefunden habe, was hier eigentlich Story ist. Also, was hier die Story ist. Also wahrscheinlich einfach die Bosse irgendwann erledigen, war. Oh. Na klasse. Hol dir den Parasaurus. Ah, hol dir einfach den Parasaurus. Lass mich doch in Ruhe. Ja, ab. Piranhas. Der noch? Nee, okay. Oh, da will man sich mal ein Ankylo angeln, ja? Und dann sowas. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal eine höhere Position, wo wir uns ein bisschen verkrümeln können. Wo er vielleicht nicht hinkommt. Hier hoch. Hier auf den Stein rauf. Komm schon. Bring da rauf jetzt. Naja, funktioniert er noch? Oder doch nicht? Hm. Vielleicht. Da kommt was. Vielleicht kriegen wir ihn hierher. Aber jetzt ist er. Er ist da. Juhu! Mich nochmal. Ich muss abtauchen. Und natürlich Achtung vor den Piranhas. Okay, Triceratops. Dein Typ ist gefragt. Also jetzt, wo wir schon mal hier sind, mir wurde der Elektroraptor wirklich richtig gut gefallen. Aber leg dich jetzt lieber nicht mit ihm an. Ah, der macht mich total kirre, der Kleine. Ich will ihn haben. Ich will ihn einfach haben. Aber wie kriege ich ihn jetzt? Hier hoch? Ja. Das sieht gut aus. Freunde, vielleicht kriegen wir ihn von hier oben aus irgendwie. Ich muss ihn nur irgendwie erwischen. Oh no, oh no. Und meine Gesundheit? Ist das meine Gesundheit? Ja. Oh, er hat mir ganz schön eine verpasst. Oh. Also wenn ich den kriegen würde, das wäre ja schon mal nice. Weil, ich meine, wann sieht man mal einen Elektroraptor, ne, Freunde? Wann kriegt man denn so einen mal vor die Linse? Von daher, da vorne ist er. Schade. Aber ich bleib am besten hier oben drauf stehen. Vielleicht kommt er noch mal in die Richtung. Müssen wir mal kurz abwarten. Dann versuche ich mir den zu zähmen, wenn er hier noch mal irgendwie vorbeikommt. Andererseits. Hey Freunde, ich habe eine viel geilere Idee. Wozu habe ich meine Bolas? Genau. Haha.
Jetzt war es das mit ihm. Jetzt war es das. Jetzt hat er 100 Punkte. Hätte er das mal lieber nicht gemacht. Nein, jetzt legt er sich tatsächlich mit dem... Oh, und jetzt? Jetzt kommt er auch noch zu mir. Oh, 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 oh. Ich hoffe nur, der... Der ist... Oh, jetzt ist er da. Wo ist denn der Elektroraptor jetzt hin? Der ist abgehauen, wa? Und ich weiß ja, dass solange die Musik noch läuft... Puh, okay. Also, schwierig. Manche Sachen sind gar nicht so einfach in Ark, ja. Wo ist er denn jetzt hin? Och, schade. Hä? Achso. Ich hoffe, er hat es wenigstens noch überlebt. Okay, ich hole mal lieber die Bola raus. Ach, übrigens, ich habe herausgefunden, dass wenn ich den Fallschirm anklicke und auf dem Boden bin, passiert nichts. Also er öffnet sich nicht. Aber vielleicht ist er ja doch schon verknotet, der Fallschirm. Kann ja auch sein, dass er sich deshalb nicht öffnet. Zu lange im Rucksack gelassen. Wo ist jetzt der Elektrodino hin? Ja, Sneasery. Ich denke mal, den Elektroraptor hätte ich gleich nach dir benannt. Sneasery. Oder wie du mal meintest, Red Death. Ist ja auch ein schöner Name. Bei Rot war er ja auch der Elektroraptor gerade. Aber jetzt ist er weg. Verschwindibus. Komplett abgehauen. Ohne sich abzumelden. Kann ja wohl wahr sein. Na gut, Freunde. Dann ist das eben so. Dann heißt es... Weiter marschieren. Tja, schade, schade, schade. Hätte mich gefreut. Hätten wir einen schönen Elektroraptor gehabt. Und ich sehe gerade, ich bin mit etwas, irgendetwas überladen. Was haben wir da, was wir nicht brauchen? Nahrung. Können wir mal schnell was essen? Okay, ich würde sagen, ich werfe zwar eigentlich ungern... Oh, meine Kleidung. Ungern mittlerweile was weg, aber... Einfach, dass wir schneller rennen können, würde ich sagen, werfen wir jetzt das Holz raus, die Fasern raus, Mahlzeit und leveln uns nochmal auf. Und zwar mit der Gesundheit. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Schnell. Ist er noch da? Ach, das war der Vogel. Ach, schade. Na gut, es wird ja sicherlich nicht der einzigste Raptor gewesen sein, den wir hier treffen. Oder ist er das da vorne? Ach ne, ist ein Dilophos. Ah, Dilophos, naja, ich habe nichts gegen Dilophos. Aber Raptoren sind mir lieber. Ich mag Raptoren. Ich finde die so nice. Als ich damals die Filme Jurassic Park geschaut hat, also gesehen hatte. Ja, und diese Raptoren da zu sehen waren. Hier wimmelt es ja nur so von Dilophos. Oder Freunde, ist das ein Raptor? Ne, ist ein Dilophos. Fand ich nice, ja. Das sind so klasse Raubtiere gewesen damals. Und, ja. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Vielleicht finden wir auch irgendein anderes schönes Tier, was wir zähmen können. Ein Stego. Aber der kann ja auch kein Metall farmen. Oh. Hier haben wir Fackel. Fackel, wo ist die Fackel? Also meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist, dass man mit Fackeln... Ey, die wollen sich meine Tiere um, wa? Nein, nein, ist mein Leder, lass mein Leder los. Okay, das gibt Ärger, das gibt richtig Ärger mit Steph. Ah. Was denn jetzt? Ja, mit Fackeln kann man Libellen und Käfer gut ausnocken. Wenn dann die Fackel... Oh, okay, was ist denn hier drin? Wenn die Fackel dann durchhält, heißt das. Hm. Nehmen wir mit. Die Spitzhacke kann hier bleiben. Obwohl, warum nicht? Nehmen wir auch mit als Ersatz. Vielleicht brauchen wir sie noch. Ist zwar wieder ein bisschen Ballast, aber... Und das Chitin natürlich einsammeln, ganz klar. Wenn das schon mal hier ist. Aha. Naja, war doch mal wieder ein schönes Schnäppchen. Chitin kann man ja auch immer gebrauchen.
Okay, Freunde, wir müssen dann darüber quasi und dann nach links den Strand entlang, dann kommen wir wieder nach Hause. Ist immer nur, falls ich mich verlaufe, ne? Aber eigentlich hatte ich bis jetzt zum Glück ja immer wieder irgendwie nach Hause gefunden. Und zur Not weiß ich ja ungefähr, wo meine Ecke ist. Mich genau in die Richtung, die ich jetzt blicke, da unten am Strand. Am Ende der Insel quasi, der Map, da ist meine Home Base, meine Hut. Was gibt's denn hier noch Schönes zu entdecken? Ach, das Island ist aber auch wirklich eine schöne Karte. Und ist wirklich eine gute Trainingsmap, glaube ich. Man hat hier so die normalen Standard-Dinos. Also keine besonderen großen Kreaturen oder sowas, glaube ich. Und ist halt gut geeignet zum Trainieren. Und wenn man sich dann auch alles noch in den Reglern, in den Attributen halt noch ein bisschen leicht runterstellt, für richtige Anfänger meine ich jetzt, ist das ganz okay, ne? Huiuiuiui. Und ich finde es ja sowieso klasse. Ach, ich habe ja gar nichts mehr, ich habe ja keine Fackel. Ich finde es ja sowieso klasse, dass man sich ja alles selber einstellen kann, wie man es gerade braucht. Okay. Ich glaube, sie sind weg. Ich werde mir mal noch mal schnell eine Fackel herstellen. Bevor es hier wieder Ärger gibt. Ja, sag ich ja, sag ich ja. Schnell, 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 schnell. Reicht noch nicht. Okay. Dann heißt es halt verteidigen, ne? Er hat ja wohl noch so einen Käfer hier. Hey, noch einer. Noch ein Raptor. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Ah, Freunde, so schnell kann es gehen. Okay, gleich wieder neu spawnen. Wahnsinn. Oh, da bin ich mal auf Raptorsuche und dann finden die mich. Na, ist ja auch schön. Eine Fruit Loop-Kiste. Oh, Freunde. Jetzt ist nur die Frage, wo war jetzt meine Tasche? Oh. Ich glaube, wir müssen weiter darüber irgendwie, oder? Ja, wo waren die jetzt? Ach je. Ich schätze mal, wir müssten in die Richtung. Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Was habe ich denn jetzt meine Tasche wieder bekommen? Und sollte jetzt nochmal ein Raptor kommen, muss ich irgendwie ins Wasser flüchten. War doch hier, oder? Oh. Hoffentlich finden wir die Tasche wieder. Oh, der Dodo kriegt gleich mal eine vor der Mütze. Ach je. Oh, das mit dem, sagen wir mal, mehr oder weniger ungenauen Spawnpunkt ist natürlich auch so eine Sache, dass man dann erstmal seine Tasche sucht, ne? Und es wäre echt toll, wenn ich die wiederfinden würde. Ohne die bin ich jetzt gerade ganz schön aufgeschmissen. Aber wo ist jetzt der grüne Lichtstrahl? Oder laufe ich gerade in die verkehrte Richtung? Ich war doch gerade noch. Ich glaube, ich bin richtig. Hoffe ich. Oder? Ansonsten muss ich noch mal in die andere Richtung laufen. Aber gut, zur Not. Zum Glück hält sie sich eine Weile und verschwindet nicht gleich sofort. Aber ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich bin schon zu weit weg von der Tasche. Ja, wir müssten weiter da runter. Wieder in die andere Richtung. Sorry. Naja, gut, rennen wir noch mal in die andere Richtung. Habe ich mich hier ein bisschen verlaufen? Ja, und entschuldigt bitte, Freunde, dass die 10. Folge jetzt 2 Tage auf sich warten lassen hat. Ja, das hing einfach mit meinem Privatleben zusammen und dass ich natürlich auf Ragnarok noch Folgen quasi hochge also gespielt hatte, ne, aufgenommen hatte. Freunde, seht ihr hier irgendwo einen grünen Lichtstrahl? Ich nicht. Das ist eine Fruit Loop-Kiste? Hä? Okay, einfach weiterlaufen. Wir werden sie schon finden, hoffe ich. War ja ziemlich am Strand irgendwo. Die müssen wir unbedingt wiederfinden. Und da sind jetzt die Dülefuß.
Oh, ist das schön hier, oder Freunde? Ist das herrlich? Oh. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen, an diesen Karten. Ja, in Lost Island, Ragnarok und The Island, diese Karten sind mega, mega nice. Wie gesagt, dieses ganze Dschungel-Feeling, damit haben die Hersteller dieses Spiels echt, echt was erreicht, muss ich sagen. Echt toll. Da kommt mir so ein kleiner. Was machen die eigentlich genau, die Kleinen? Also ich meine, die kommen auf einen zu und machen gar nichts. Gucken ihn an und freuen sich. Vielleicht wollte er nur mal Hallo sagen. Irgendwie sieht die auch süß, oder? Er wartet bestimmt auf was zu fressen, oder? Aber ich habe nichts. Ich habe da selber nichts. Ich würde ihm ja gern was geben, aber. Irgendwie sind die putzig, dass sie mit hinterherlaufen. Guck mal, der kommt schon wieder der. Jetzt hat er auch noch einen Kumpel mitgebracht. Hat sie rumgesprochen, wa? Aber ich hab nichts. Die picken an mir rum. Gib uns was zu essen. Oh, hier ist schon wieder Action. Also ich muss sagen, hier sind echt viele Parasaurusse vertreten und Dilophos. Ohne Ende. Und Raptoren. Also dass es hier Raptoren gibt, gefällt mir ja schon mal sehr gut. Nur dass sie mich jedes Mal platt machen, natürlich nicht. Okay, mal einen Schluck trinken. Und Nahrung. Naja, geht noch gerade so mit der Nahrung. Ach, ja, wir sind hier richtig. Hier ist der Stein. Alles klar, wir müssen in die Richtung. Da vorne ist sie. Ich sehe sie, okay. Puh, Gott sei Dank, haben wir sie wiedergefunden. Jetzt müssen wir da nur her ankommen. Oh. Ja, kümmert euch um den Stego. Lasst mich lieber in Ruhe. Oh, Kondition, wie sieht die Kondition aus? Gar nicht gut. Okay, ich ruhe mich mal kurz aus. Puh, ich kann nur hoffen, dass jetzt nicht der Raptor wiederkommt. Okay, wie sieht's aus? Haben wir ein bisschen Leder eingesammelt? Nee, in der Tasche wird was drin sein, denke ich mal. 3 Engrampunkte. Sehr gut. Machen wir doch gleich mal. Gesundheit, Ausdauer und nochmal die Gesundheit. Und weg hier. Gibt es hier nicht irgendwo eine höhere Position, wo ich mich erstmal hinstellen kann? Dass ich wenigstens erstmal ein bisschen sicher bin? Hier vielleicht. Ja. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Dilophos erstmal hoch oder so. Oh, er hat sich hier verklemmt. 34. Das ist ein ganz schöner Brocken mit 34. Und da vorne ist auch schon wieder. Also, hier ist ja richtig was los, Freunde. Geht ja richtig die Post ab. Oh. Okay, jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich mal in meine Tasche wieder rankomme. Und ich weiß ja nicht, ob der Raptor noch am Start ist. Da kam der da einfach um die Ecke und da vorne ist. Oh, da vorne ist er, Freunde. Nein, er hat mich gleich wieder, er hat mich gleich wieder. Bitte. Ja, nein, 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 lass mich in Ruhe. Hilfe. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Was mache ich denn jetzt? Wohin? Im Kreis rennen, immer um den Stein rum. Hol dir mal hier die paar Dilophos. Komm schon, schnapp dir die Dilophos. Ich glaube, die haben ein bisschen mehr Fleisch dran wie ich. Okay, versuchen in der Nähe von der Tasche zu bleiben. Wenn er mich jetzt schon gleich wieder platt macht, dann wenigstens in der Nähe von der Tasche. Oh, okay. Ich muss mich jetzt gleich damit abfinden, dass ich wieder hops gehe. Freunde, ist das wahr? Ist das wahr? Oh. Ich sag ja, Freunde, ich stelle hier meinen Rekord auf. Wer am meisten auf Ark Survival Evolved hops geht. Also, wenn ich nicht schon mal ganz oben an der Führungsspitze stehe, würde es mich wirklich wundern. Wahnsinn. Also, mega, mega nice. Ja, na gut, das Gute ist. Ach, hier seid ihr ja wieder. Die zwei. Nein, was ist denn jetzt schon wieder los? Und Piranhas. Oh, weg. Okay, nochmal zurück. Naja, war ja aufregend, war ja spannend. Was ist denn hier im Wasser? Da liegt was. Hey, da liegt was Schönes. Ziehen. Körper ziehen. Was ist das? Ach, ein Toter. Boah, guckt euch den mal an, Freunde.
Jetzt sehen wir den mal an Land. Boah, sind das Brecher, oder? Mega. Die Zähne und alles, wie die aussehen. Uiuiuiui. Aber wir nehmen mal ein bisschen Fleisch mit. Rohen Fisch, besser gesagt. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, Freunde, und wie gesagt, ganz wichtig ist halt immer die Umgebung checken, ne? Aber ich habe festgestellt, so sehr man sie auch checkt, man hat alles abgecheckt, ja? Man hat sich einmal rumgedreht, es ist nichts da. Auf einmal kloppt man auf ein Stück Fleisch rum und wird von hinten angegriffen. Mit einmal, es kann so schnell gehen hier bei Ark. Also dieser Überraschungsmoment, Überraschungseffekt ist ja hier wirklich heftig. Auf jeden Fall ist da vorne meine Tasche. Das ist schon mal gut. Tja, und ich hätte jetzt auch gar kein Tier groß, was ich mitnehmen könnte, was mich beschützen könnte, außer mein, vielleicht noch mein Dilophor, aber ich glaube, den machen die auch sofort platt. Der hätte hier keine Chance. Oh oh. Ja. Okay. Ich wollte dem Stego ja gern helfen und rauslassen, aber vielleicht machen wir das, wenn wir nochmal wiederkommen. Müssen wir mal schauen auf dem Rückweg oder so. Können wir ja versuchen, den Baum da irgendwie zu entfernen oder was, dass er rauskommt. Sonst buddelt der sich nachher durch das Laufen auf einer Stelle ein Riesenloch und kommt auf der anderen Seite der Map wieder raus. Okay, da hinten ist wieder der Raptor. Alles klar. Also nochmal will ich mich jetzt von dem nicht platt machen lassen. Zweimal hat mir gereicht. Ist nur die Frage, ob der jetzt sich weit genug von meiner Tasche entfernt, ne? Was liegt denn hier? Ah, Chitin. Ich hab nichts da. Oh, schade. Ist nur rohes Fleisch. Okay, der hat da hinten ein bisschen zu tun, der Raptor. Oh, oh, hoffentlich kommt er jetzt nicht wieder her. Doch, er kommt, er kommt, er kommt. Schnell weg. Schnell weg, 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 weg. Zwei sogar. Na herrlich. Na ja doch. Warum auch nicht? Vielleicht auch noch drei. Oh, ja, so ein Rudel Raptoren werden schon... Was ist denn hier los? Noch einer. Also ein Rudelraptoren wäre schon klasse. Ja, ist ja okay. Alles gut. Oh. Oh, Freunde, ist eine heiße Ecke hier. Eine heiße Ecke. Eine heiße Ecke. Eine heiße Ecke. Eine sehr heiße Ecke. Ja, ruf doch am besten noch deine Freunde zum Festmahl. Hier rennt ein Steph durch die Kante. Den können wir uns schnappen. Genau. Sag ich ja. Ja, Freunde, was soll man machen gegen drei Raptoren? Oh, haben die mich zerpflückt? Wahnsinn. Okay, Freunde, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal wieder von euch mit dieser Folge. Es war mega spannend, es war heftig. Ich glaube, ich bin in noch keiner Folge so oft gestorben wie jetzt. Und Freunde, ich toppe hier meinen Rekord. Ich mache meinen Rekord. Wahnsinn. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut, zur Folge 11 von Ark's Island, der Trainingspark. Ja, lasst es euch gut gehen, habt noch einen schönen Tag und wie gesagt, bin froh, dass ihr da seid, dass ihr mir folgt auf meinem Kanal, ja, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr Spaß dran habt, das ist mir das Allerwichtigste. Und ja, dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, ne? Bis dann, Freunde. Ciao, euer Stefan.